Hallo, hallo Freunde, chinesischer und vor allem internationaler Smartphone-Kunst. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr die Google-Apps auf das Xiaomi Mi 8 Lite installiert bekommt. Das gilt natürlich dann auch für das Mi 8. Es geht vor allem hier um die International, sollte eigentlich überhaupt für alle Xiaomis der 10. MIUI-Generation hier funktionieren. Ihr habt ja im Auslieferungszustand weder den Google Play Store, noch Gmail, noch YouTube, noch Play Games oder Maps oder Kiosk oder News oder was es eben so alles von Google gibt. Da ist in der Regel dann der App Store von Xiaomi drauf. Manchmal auch noch irgendein anderer. Ihr braucht auch nur den App Store von Xiaomi. Ja, das ist ganz einfach. Und jetzt habe ich das hier alles schon mal so gemacht. Aber wir gehen das nochmal Schritt für Schritt durch. So, also Start. Genau, jetzt haben wir hier die ganz normale Startseite. Oben ist die Suchleiste. Wir können nichts lesen, als auf Chinesisch. Aber das soll uns ja nicht weiter interessieren. Drauf tippen und Google schreiben. Und einfach suchen. Und jetzt hätten wir hier YouTube und den ganzen Quatsch. Können wir nicht installieren, dafür fehlen uns Google Services und was wir brauchen, um überhaupt Google Apps installieren zu können. Wir müssen ganz, ganz runter und da ist so ein ganz kleines grünes Symbol. Was das darstellen soll, weiß ich nicht. Was da steht, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, es funktioniert. Einfach antippen und nun kommen wir auf die Seite einer App. Wie die heißt, weiß ich nicht, aber es ist egal, man erkennt nämlich schon, das ist hier das Play Store Symbol. Bei mir steht Open, hab's mir ja schon runtergeladen, hab ja schon alles ausgetestet, bei euch steht dann Install. Vermutlich. Einfach da drauf tippen, wo jetzt bei mir Open steht und bei euch Install. Und dann kommt ihr aber am Großen und Ganzen, nachdem das Ganze installiert wurde, auch der Open-Button, ihr drückt dann wiederum auf Open und kommt dann wiederum in dieses Fenster. Alles auf Chinesisch, soll uns aber nicht stören, denn es gibt nur einen Button, der große in Blau. Schön, bei mir überprüft er jetzt alles und zwar nach Google. Das kann ich schon wieder nicht lesen. Und merkt aber jetzt gerade, okay, das ist alles schon da, deshalb braucht der Haken. Oder installiert es gerade nochmal. Nee, er will es tatsächlich jetzt nochmal installieren. Aber schön, da kann man das Ganze ja nochmal durchgehen, zumindest ansatzweise. Hier Install tippen. Ich nicht, ich mache Cancel, weil ich habe es ja schon installiert. Und dann kommt ihr zum nächsten. Und dann kommt dann wieder ein Fenster. Nee, jetzt hat es schon abgebrochen. Schön. Oder abgestürzt, eins von beiden. Oder beides in Kombination. Jedenfalls, ihr könnt ja nacheinander immer Install drücken und dann werden Framework und Weapons, die ganze Basiselemente, die man halt braucht, mit so einem Play Store auch funktioniert. Und zum Schluss auch der Play Store selber. Schön, der habt ihr den. Dann fehlt natürlich noch der ganze Quatsch hier, YouTube und Gmail. Aber das ist kein Drama, weil ihr könnt euch nämlich ja dann in den Play Store einloggen, sofern ihr auch online seid, und könnt jetzt einfach zum Beispiel YouTube suchen. Und jetzt auch YouTube installieren. Kein Problem. Danach sucht ihr nach Maps, danach sucht ihr nach Gmail und den ganzen Quatsch, den ihr so von Google halt so benötigt und könnt das auch Playgames zum Beispiel, könnt das jetzt alles installieren und könnt natürlich auch eure Yahoo-Mail oder 1&1-Mail, WhatsApp natürlich und was man eben alles so benötigt, könnt ihr dann alles runterladen, installieren und fertig. Nun bleibt aber noch eine Sache übrig, die geklärt werden muss, nämlich was mit der Sprache. Die Systemsprache ist ja bei der International Version immer traditionell Englisch und das kann man auch leider nicht verändern, außer ihr würdet das Gerät tatsächlich irgendwie routen und mit More Local 2 umstellen oder ihr findet eben eine EU-ROM und könnt ihr euch drauf spielen, aber die meisten können das nicht und deshalb bleibt man eben auf Englisch. Man kann natürlich alternativ auch eine asiatische Sprache auswählen, wenn man die beherrscht, ist das natürlich vom Vorteil, das dürfte für die meisten allerdings nicht zutreffen, deshalb kann man sich den Play Store auch auf Deutsch umstellen. Geht ihr hier zurück, zurück, zurück und auf die drei Punkte, genauer gesagt sind es drei Striche und Account, Account und dann Country and Profiles. Und jetzt, der bietet das jetzt schon an. Da muss natürlich im System selber auch Deutsch eingestellt sein als Land. Das geht hier, ja. Nur die Systemsprache ist nicht einstellbar. Und merkt sofort, beziehungsweise bietet es sofort an. Switch to the Germany Play Store. Das ist nett. New Payment Method Required. Aber da man in der Regel ja vorher eh nichts mit den englischsprachigen Store am Hut hatte, ist das normalerweise egal. Change your Google Play Country to Germany. Jetzt fragt er, allerdings ist hier ein Problem. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Man kann das nur einmal alle 365 Tage machen und das ist erfahrungsgemäß ein Jahr. Da ich allerdings, für den normalen privaten User ist das kein Problem, weil der hat ja so ein Gerät in der Regel mindestens ein Jahr. Ich nicht. Ich bekomme ständig immer mal so International Gerät und dann kann ich das nicht mehr umstellen. Deshalb lasse ich das an der Stelle. So wie es ist. Aber ihr wisst Bescheid. Ihr drückt Continue, ich drücke Cancel und danach müsste der theoretisch den Play Store und damit auch alle Google Apps, meine ich, auf Deutsch umstellen. Weil jetzt ist mein YouTube zum Beispiel, ja, Show Results 4. Würde mich jetzt auch nicht so kratzen, aber jetzt wisst ihr, wie man es umstellen kann. Und ihr wisst, wie ihr an die Google Apps rankommt. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mit dem kleinen Tutorial gerade weitergeholfen habe. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ja, die Katzen würden sich sehr freuen. Die sind schon total außer sich.
die pennen. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, nicht unbedingt für Tutorials, die kommen eher selten, aber zumindest stelle ich ständig chinesische Technik vor, von Xiaomi, von Meizu, von Qbot, von Blackview, von Bluebo, von, naja, halt die meisten gängigen chinesischen Marken. Ihr könnt auch auf moschus.de surfen und euch dort immer aktuelle Angebote reinziehen, Gutscheinangebote, Flash-Sale-Angebote und was weiß ich nicht alles. Vor allem viel im Preisbereich 80 bis 200 Euro für alle, die nicht so viel Geld für ein Telefon übrig haben. Ihr könnt aber euch auch im Forum anmelden und dort unter Giveaways an meinen aktuellen Giveaways bzw. Gewinnspielen teilnehmen. Im Moment verlose ich zum Beispiel 2 Smartphones. Gibt's aber auch eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung, die könnt ihr euch so oder so durchlesen, weil da sehr viel nützliche Informationen und sehr sexy Links dabei sind. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.